Ja, mittlerweile ist es gute Tradition, dass wir in den Feiertagen einmal zu den Krankenhäusern, zur Polizei und zur Feuerwehr fahren und uns für den Einsatz im Jahr 2022 bedanken und vor allen Dingen auch an die Menschen denken, die hier in den Feiertagen ihren Dienst machen. Und deswegen machen wir das wieder mit unserer bekannten Box, mit ein bisschen Naschi drin und ein paar guten Worten und wollen vielleicht einfach gemeinsam auch an diese Menschen denken, die in diesen Tagen wieder im Einsatz sind. Wir stehen hier gerade vor der Dirko, das ist auch insgesamt keine ganz leichte Situation. Wie gesagt, die Nachrichten über die Verfassung des Krankenhauses sind ja bekannt und von daher gilt es trotzdem hier positiv ins nächste Jahr zu blicken und darauf zu achten, dass weiterhin eine gute Versorgung in Flensburg gewährleistet ist.